Willkommen Reisende, heute befinden wir uns auf der Welt von The Riftbreaker. Es ist eine Art Mix aus Shooter und Aufbauspiel. Wir werden in schwer spielen, brutal geht zwar auch, aber man möchte es ja schon etwas entspannt haben. Das ist unser Kampfanzug. So. Das Spiel ist zwar ein Portal zurück zur Erde zu öffnen, um eine Invasion zu beginnen, aber unser Ziel wird sein, die ganze Map unserer Basis zu machen. Das wird spaßig. Wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber da es schöne Bodenplatten gibt, die einem beim Laufen etwas schneller machen, dürfte das kein Problem sein. Erstmal alles niedermähen. Auch keine Sorge. Grünzeug. Repeat magnetic field check with stationary equipment. Star system positioning check. Müssen wir erstmal gucken, wo wir unsere Hauptbasis mit Bauen anfangen. Ashley, we have arrived. Welcome to Galatea 37, Mr. Riggs. It's so beautiful here. Jetzt genau vor der Minimap. On Earth were good, but this is amazing. An alien tropical paradise, and we're the first humans to experience it. Jetzt nehme ich mal rein. Oder? Oh. I'm not exactly human. You have a few parts missing as well. And the paradise part is also left to be determined. Remember your training, Ashley. We should set up a base as soon as possible. Ein Stück hören. You could at least pretend to be human. Just a bit. But you're right. There's no going home until we can construct a functioning Rift station. Let's start with the basics. So. Ashley, construct a headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. We don't have enough carbonium to build an HQ. Let's scout for a deposit and set up our base close to it. We need to erstmal den ersten Rohstoff finden, bevor die Native spot us. Das ist der zweite Rohstoff, den brauchen wir noch nicht. Da auch. Also ist schon mal gut. Wir müssen den blauen Monster töten. Stirb doch. Beim Gehen kann man noch ein bisschen Unkraut jäten. Ach, keine Munition mehr, war ja klar.
Da haben wir Thermalquelle und Schlamm. Hier oben nichts Blaues. Schlot. Ah, hier haben wir Carbonium. Erstmal ein bisschen sammeln. We've gathered enough resources to construct a headquarters building. Finally. Let's place it close to a carbonium deposit. This will help us speed up resource production. Müssen mal sehen, dass wir auf keinen Fall zu eng bauen. Am Anfang. Man kann sich ruhig schön Platz lassen. Hier haben wir noch den zweiten Rohstoff. Hier hätten wir einen Fels für eine Wand. Rasenfels. Hier ist auch einer. Können wir hier zumachen. Dann gehen wir hier ein bisschen rum. Dann werden wir wohl das Hauptquartier mittig dazwischen setzen. Wir brauchen später viel Platz. Deswegen stören die Bäume hier. Aber da das nicht unser Planet ist, ist das egal. Immerhin erhalten wir so auch Biomasse. So, wo stellen wir das am dümmsten hin? Da. Headquarters construction is in progress. This is going to be our main base of operations on Galatea 37, our new home. We have to protect this building at all costs. Später pflanzen wir überall kleine Riftportale hin. Damit können wir schön von A nach B springen. That's basic training, Mr. Riggs. Let's focus on the less obvious things. I am required to remind you of basic protocol, even if we've done this before. Ups, falsche Taste. We need to expand the base. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Oh. Yes, we've got much more interesting things to do. Let's automate this. Hab nicht genug. Our base will require huge amounts of power to operate. Right now, we can only construct some basic power plants. Wind turbines and carbonium power plants. Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Carbonium power plants are very effective. Zur Zeit ist Nacht, haben wir keine Solarenergie, aber 100% Windenergie. It's best to use a combination of these power sources. We can balance energy peaks and shortages by storing excess energy in energy storages. Also, remember to connect all buildings to the power grid using energy connectors. They connect all buildings within their area of operation, even if power lines are not visible. Ashley, I'm sure that our presence will not go unnoticed. We should build up our base as quickly as possible. Standard protocol advises to set up walls and sentinel towers around the base. However, I don't expect as much aggression from the native fauna as in the simulations. So far, it looks like the long-range quantum scans were very accurate. The local fauna and flora appear almost exactly like during training. Ah, kein Carbonium. The environment in the simulation was very accurate. That's true. But the scenario was crafted by Riftbreaker Command. Sobald wir Forschungslabor später haben, geht das auch alles etwas schneller. Do you want to run a brute force check if this is a simulation? You never give up, do you? Do you? Erstmal müssen wir ein bisschen sammeln. Okay, Mr. Stubborn. I guess it won't hurt to set up some solid defenses, just in case. Thank you, Captain Novak. You're welcome, Mr. Riggs.
alles abbauen ist ja auch eine Kunst. Dann machen wir so. So, für den Anfang. Sammeln wir hier drüben auch gleich. Jetzt haben wir nicht genug Strom. Es wird gut hier durchsichtbar, was eigentlich logisch sein sollte. So, noch ein bisschen Strom basteln. Brauchen wir auch Stromspeicher, ganz wichtig. Alles schon wieder viel zu eng hier. Ah, da kommen die nicht durch, das ist schon mal gut. Wenn wir die hier hin. Ein Carbonit. So. Momentan haben wir nur den einen Wachturm. Beim Rasenmähen-Spiel gespeichert. Ah, Meteoritenschauer. Da sehen wir auch gleich viel besser die roten Punkte auf einen zukommen. Oh, werden gleich angegriffen. Fraglich von wo? And it will produce more ammunition for your guns. Yes, that is an important building. Richter in Arsenal, ja, jetzt auf einmal. Mach mal schnell eine Mauer. Build more storage facilities. Je nachdem, wo die kommen. Keine Kerne mehr. Roten Punkte setzen. Türen, die vergesse ich auch in der Natur. Gerade tagsüber ist können wir noch ein paar Solarpaneele bauen. Nur gucken, das ist alles viel zu klein hier schon wieder. Unium.
So, von wo werden wir angegriffen? Ich hab's Arsenal vergessen. So, das könnten wir. Was? Licht. Ich mach mal rein. Das ist Grünzeug hier. Da wie im Dschungel. I'm detecting a large group of creatures heading towards our position. It looks like our presence is being noticed. Ashley, we don't have a lot of defensive structures. Prepare to fight. I guess you were right about setting up more defenses. We'll have to handle this ourselves. Remember to use repair kits if necessary. So, da ist ein Stein. Da ist ein Stein. Ah, hier kommt von unten rechts. Ja, scheiße, der Chor hat gar keinen Strom. Haben wir vergessen. Also, die kommen von da, dann hier noch eine zweite Mauer. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Ja, ja. Armory construction finished. We can now use it to craft new items. It will also automatically manufacture ammunition for my weapons. Still skeptical about the local creature's level of aggression? I'm skeptical about the procedures for prepping this planet for colonization. Humanity lost its love for nature after the Yellowstone eruption, but that doesn't mean we shouldn't try to preserve this ecosystem. Earth is barely habitable at this point. We have to secure Galatea 37 for colonization and resource extraction as soon as possible. Excessive care about the local environment is unnecessary. That's not entirely true. Other rift-breaking missions have already secured a number of resource-rich planets for humanity. We're not on the brink of extinction. Our goals on this mission are clear, and our survival and security is the top priority. Damage to the ecosystem is inevitable. You wanted to come here yourself, and you knew what has to be done. Are you doubting the mission? I know what has to be done. That's not the point. Galatea has to be prepared for colonization. I don't doubt that. If I didn't come here myself, then someone else would have. I believe that we can do this in Orbital Scanner. Ja, da weiß ich ja schon, wer von der ist. And secure the necessary resources to set up the rift station. Wo war der? Alles genau. Ja. Nicht verfügbar. We don't have to destroy all the wildlife we encounter. Humanity doesn't need another stripped down factory world. If we want to progress as a species, then we should study this planet and learn how to blend with the environment and prepare a safe home for humanity. Ah. Das war noch gleich Forschung. Kommunikation. Ah, haben wir da nicht. The wind is calming down. Wind turbine power output is coming back to normal. It looks like we have the base up and running. If you'd like to construct more advanced buildings, you'll have to upgrade the headquarters building. Unfortunately, this process also emits a lot of high-frequency energy waves. Wenn wir Hauptquartier aufrüsten, kommt eine Welle mit Angriffen. Müssen wir erst noch ein bisschen Verteidigung aufbauen. Bei jedem Upgraden des Hauptquartiers wird der Angriff natürlich schlimmer. Aber als erstes müssen wir noch Ressourcen sammeln, besser ist.
Hier brauchen wir auch ein bisschen Platz. Mal schön alles verbinden. Keine Ressourcen. So. Machen wir jetzt erst hier unten erstmal eine Mauer hin. Ist denn jetzt hier? Also hier ist ein Stein, die kann man immer gut mit integrieren. Andere, hier ist einer. So. Keine Ressourcen. Oh. Da ist ein Stein. Wir brauchen echt mehr Carbon. So. Ein Carbonium. Platz schaffen wir. Sollten mal gucken, ob wir noch irgendwo ein Carboniumfeld finden. Eins reicht nicht. Ironium Storage ist voll. Build more storage facilities. Haben wir aber keins hier in der Nähe, wie das aussieht. Glück werden die, wenn man in der Nähe ist, auf der Karte angezeigt. Aber die sind ein bisschen stärker. Das hatte ich vergessen. Die greifen die Basis an, sobald sie so sehen. Scheiße. Das hätte ich nicht zerstören sollen. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Egal. Ah, lauf schneller. Oh, Waffe wieder eingesammelt. Können wir reparieren, auch egal. Bauen wir ein paar neue.
Weil direkt erstmal schneller laufen. Hier habe ich natürlich die Tür wieder vergessen. War ja klar. So. Kern bauen. Können wir schon geothermalen Schlot bauen? Nein, können wir. Ja, auch nicht. Speicher. Können wir mehr Ressourcen sammeln. Mal sehen. Also hier ist ein Stein. Da wäre einer. Dann können wir alles hier zupflastern. Keine Ressourcen. Wir brauchen unbedingt ein neues Carbonitfeld. Waren wir ja eben auf der Suche. Ist hier so gemein unterbrochen worden. Hier habe ich keine Tür. Ich hab's mit den Türen. Später kann man auch noch die Wände schön upgraden. Kostet dann zwar noch mehr Ressourcen, aber halten dann gut was aus. So, also andere Steine jetzt hin. Gut, dass man nicht jedes Mauersegment einzeln bauen muss. Haben sie echt schön gemacht. Ich sammle am besten mal ein bisschen mit. Dauert das hier noch länger. Da kommt man am Anfang leider nicht drum rum. Aber wir können auch noch die Abbaustätten später upgraden. Und dann gibt es auch noch einen coolen Trick, wenn so ein aus dem Spiel genommen ist. Man produziert einfach unendlich Ressourcen. Weiterbauen. Tür reinballern. Müssen zwei. Hier einer. Und hier einer. Wie viele Kerne haben wir noch? Sechs. Gespeichert. Knotenpunkte für Strom legen. Findet er den nicht oder was? Komm. Ironium storage is full. Build more storage facilities. Ja, ja, mehr Speicher. Mal grad nicht. Also mal Knotenpunkte verlegen. So, können wir direkt hier.
Da hier ein paar Windturbinen hinbauen. Machen wir auch gleich wieder ein bisschen Strom. We have power shortages. Connect more power plants. Wir haben natürlich wieder mitten in der Nacht. Gibt es keine Solarenergie, ist ja logisch. Aber wir können sie ja schon mal bauen. Wenn Sonnensturm, tagsüber. Alles ist möglich. So, sind jetzt hier auch alles schön verbunden. Sind die miteinander verbunden? Sieht schon wieder nicht so aus. So. So. Hier haben wir noch gar keine Türme gebaut. Aber gar nicht gut. Oh, eine in die Ecke. Oh, wieder keine Ressourcen. Und keine Kerne. Oh nein. Und wir brauchen Portale. Wieder der Fußweg viel zu weit. So, hier kommt einer hin. Oben kommt auch einer hin. Warning! A hostile group of creatures is heading towards our base. Prepare for an incoming attack. Wir werden angegriffen, oh nein. Da die Monster nicht durch Schlamm gehen können, gehen wir hier einfach eine Mauer. Diese ganzen Bäume gespeichert. Ganze Grünzeug hier. So, Strom sieht noch gut aus. Aber wir haben keine Kerne mehr für. Noch ein paar Kerne für Verteidigungsanlagen. Habe ich denn hingestellt? Zwei sollten erstmal reichen. Wir werden von oben angegriffen. Heißt, wir gehen hier lang. Danger. An enemy swarm is approaching our base. Ja, ja. Brace for combat. Oh. Erstmal die da töten. Ach Gott, ein Schleimmonster. Oh nein. One of our buildings has been destroyed. Oh.
zum Hauptquartier. Ich muss mich heilen. Los, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Energy Connector has been destroyed. Ja, dann machen wir jetzt Sorgen. The wind is picking up. The wind is much stronger than you. Ja, der Wind hat zugenommen. So. Ein Strom, Notenpunkte. Kommen wir hier in der Mauer hin. So. So. Die Tür. Und ich hab. Was fehlt jetzt schon wieder? Ah, Carbonium. Ach so, jetzt haben wir Strom. Oh, Strom haben wir ohne Ende. Brauchen aber noch. Oh, da ist ein Carboniumfeld. Wir haben eins gefunden. Aber. Oh. Ah ja klar. Monster. So. Das gehört jetzt mir. Ganz klarer Fall. Ah. Mir fehlt Carbonium, um Carbonium abzubauen. Bauen wir hier kurz eine kleine Mini-Basis. The wind is calming down. Oh nee. Oh nee, den darf ich nicht. Oh nee, jetzt kommen die. Oh scheiße. Die Getarnten. Warum sind die denn schon hier? Oh, noch mehr. No. Nee. Ich bin's alle erwischt. Echt mehr Bodenplatten. Später werden wir natürlich alles planieren. Einfach alles. So wollen wir es können. Der Fußboden sieht auch gleich viel besser aus. Wo bin ich gestorben? So, dann kommt das dahin, dahin, dahin. Oh, hier fehlt ein Kern. Dahin. Ein Portal. Strom. Some buildings don't have enough power.
Ich weiß auch, dass ich keinen Strom habe. Es wird einem nicht auffallen. Dann ziehen wir hier noch eine Mauer drum. Müsste das mal reichen. So. Mauer. Mauer von. Wir ärgern die Monster ein bisschen, wir machen hier auch noch eine Mauer hin. So. Hier ist überall offenes Feld. Das heißt, wir machen uns hier erstmal ein bisschen Platz. Hier ist ein Stein, das ist auch Monster, war ja klar. Stand. So. Dann kommt hier eine Mauer hin. Mal sehen. Der ist nicht nett, der Steintyp. So. Da eine Tür hin. Da eine Tür. Was fehlt jetzt? Carbonium. Ah ja, klar. Und Strom. Damit habe ich nicht gerechnet. It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. Ja, jetzt wird's windig oder was? Ah, wissen eigentlich, was wir wollen. It's raining. It will decrease from solar. Dann brauchen wir hier oben am besten auch noch ein paar Energiespeicher. Und wenn wir die kleine Mini-Basis fertig haben, werten wir wohl erstmal das Hauptquartier auf. Energiespeicher. Thank you.
müssen wir die Mauer noch fertig bauen. Und die hier runter. Ach, da hinten. Ironium storage is full. The rain is over. Base operations returning back to normal. Jetzt hier alles zu pflastern. Das war jetzt aber doof. Natürlich müssen wir gucken, dass wir noch durchlaufen können. Man kann zwar hier durchgehen, aber ab und zu bleibt man dann doch hängen. Also lieber etwas Platz lassen. So. Fehlt nur noch die Verteidigung. Stellen wir noch ein paar Türme auf. Und wie man schön auf der Karte unten sehen kann, ein klein bisschen haben wir schon geschafft. Natürlich ist noch nicht alles mit Bodenplatten zugebaut, aber das kommt ja alles mit der Zeit. Zwar gut Reichweite, aber kann ja trotzdem lieber ein paar mehr hinstellen. Hier noch einen Knotenpunkte für Strom, ein paar Energiespeicher, da zwei hin. Dann hin. Waffe, Knotenpunkt vergessen. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen oben eigentlich. Ah, da. So. Ah, ein Portal. Reicht das? Das ist zu nah. Dann machen wir ein paar Bodenplatten. Das zu nah ist. Ja, kein Problem. Die Bodenplatten. Sieht doch auch gleich aus wie eine fortschrittliche Rasse. Schön mit Bodenplatten. Oh. Und direkt ein bisschen schneller laufen. Das sieht doch so schön aus.
Nichts geht über Bodenplatten. Ah, kann man auch gleich viel schneller runter. Ironium Storage ist voll. Build more storage facilities. So, liebe Reisende, das war's für heute erstmal. Nächsten Folge werden wir den feindlichen Angriff scheinbar machen und das Hauptquartier hier erstmal aufwerten und schön weiter die Basis ausbauen und auch bald Außenposten erkunden und alles. Vielen Dank, abonnieren nicht vergessen.